Aus heute am 25. April. Heute mit einer Geschichte, einer Bastelanleitung, einem Gebet und einem Lied. Viel Spaß! So können wir doch nicht anfangen. Es ist doch dunkel. Man sieht uns doch gar nicht. Das stimmt. Wie sollen wir denn so die Kirchenmaus aufnehmen? Warum funktioniert das denn nicht? Bei der letzten Kirchenmaus haben wir doch zum Ende das Licht ausgemacht. Stimmt, aber was machen wir jetzt? Wir können doch nicht weiter die Folge im Dunkeln aufnehmen. Das macht doch keinen Spaß. Hier müsste doch irgendwo ein Lichtschalter sein. Komm, wir suchen mal. Hoffentlich finden wir den Schalter schnell. Ich habe nämlich ein bisschen Angst im Dunkeln. Die Geschichte von Zachäus. Zachäus lebte in Jericho. Vor vielen Jahren war Jericho eine wichtige Handelsstadt. In dieser Zeit spielt die Geschichte. Zachäus war von Beruf ein Zöllner. Das bedeutet, die Menschen brachten Ware nach Jericho. Für diese Waren mussten sie Steuern an Zachäus bezahlen. Zachäus verlangte aber viel zu viel Geld von diesen Menschen. Darum ist er sehr reich und die Leute in Jericho mochten ihn nicht. Das machte Zachäus traurig. Er fühlte sich einsam und allein. Eines Tages kommt Jesus nach Jericho. Zachäus hat schon von ihm gehört. Die Menschen sagen, Jesus kann Wunder tun. Sie sagen auch, er ist Gottes Sohn. Zachäus weiß, Jesus ist ein besonderer Mann. Deshalb will er ihn sehen. Zachäus will wissen, haben die Menschen recht? Zachäus läuft Jesus entgegen. Viele andere Menschen wollen Jesus aber auch sehen. Zachäus kommt zu spät. Vor ihm sind zu viele Menschen und sie sind zu groß. Zachäus überlegt, was kann ich tun? Ich will doch Jesus sehen. Zachäus weiß, Jesus geht eine bestimmte Straße entlang. An der Straße steht ein Maulbeerfeigenbaum. Die Äste an dem Baum sind niedrig. Ich kann gut auf den Baum klettern. Zachäus läuft in die andere Richtung. Er klettert wirklich auf den Baum. Er versteckt sich schnell in den Ästen. Jesus kommt die Straße entlang. Plötzlich geht er auf den Baum von Zachäus zu. Zachäus erschrickt sehr. Was will Jesus nur von mir? Jesus bleibt direkt unter dem Baum stehen. Er spricht Zachäus an. Zachäus, ich möchte zu dir in dein Haus gehen. Ich möchte bei dir essen und übernachten. Ich möchte dein Gast sein. Zachäus freut sich sehr darüber. Ausgerechnet bei ihm will Jesus länger bleiben. Schnell klettert Zachäus vom Baum. Er führt Jesus zu seinem Haus. Dort redet Zachäus mit Jesus. Ganz viel. Im Haus von Zachäus. Jesus sagt, es ist besser, sich an die Regeln von Gott zu halten. Diese Regeln sind die 10 Gebote. Dann kann ich besser mit allen zusammenleben. Eine der Regeln heißt, du sollst nicht stehlen. Zachäus hört zu und versteht. Jesus ist wirklich ein besonderer Mensch. Ihm gefällt es, wenn ich mein Leben ändere.
Die Regeln von Gott helfen mir dabei. Ich nehme den Menschen nicht mehr zu viel Geld weg. Dann werde ich meinen Mitmenschen nicht mehr wehtun. Ich kann froh mit ihnen zusammenleben. Dann bin ich nicht mehr allein. Jesus möchte, dass es mir gut geht. Es lohnt sich, auf ihn zu hören. Er verspricht Jesus und den Menschen: Ich will in Zukunft niemandem zu viel Geld wegnehmen. Ich will ehrlich leben. Deshalb gebe ich einen großen Teil von meinem Reichtum an arme Menschen. Wenn ich Menschen betrogen habe, gebe ich mehr Geld zurück, als ich es ihnen weggenommen habe. Zachäus ist froh über diesen Entschluss. Er freut sich darauf, ab jetzt mit anderen gut zusammen zu leben. Was Jesus sagen will. Aber die Menschen sind noch nicht zufrieden. Auch Jesus spricht deshalb mit den Menschen vor dem Haus. Er wendet sich ihnen zu. Er erklärt, warum er zu Zachäus gegangen ist. Jesus sagt: Ihr wisst selbst, Gott gefällt, wie ihr lebt. Ihr habt immer schon so gelebt. Ihr benötigt keine Hilfe. Aber seht Zachäus an. Er hat Hilfe gebraucht, weil er Schlechtes getan hat. Zachäus soll anders leben. Das hat Zachäus verstanden. Er möchte sich ab jetzt ändern. Gott hat ihm geholfen und vergeben. Zachäus ist jetzt ein neuer Mensch geworden. Seht, Zachäus ist sehr froh darüber. Freut euch darüber mit ihm und freut euch darüber mit mir. Das ist wie ein kleines Wunder. Das kann doch nicht sein. Wenn doch nur ein kleines Licht da wäre, dann wäre es vielleicht auch schon einfacher, den Lichtschalter zu finden. Moment mal, ich fühle etwas. Oh ja, es ist der Lichtschalter. Hä? Alle sind jetzt schwarz-weiß gezeichnet. Was ist das denn? Wir sind ja schwarz-weiß. Schön wäre es, wir sehen ja aus, als ob wir gezeichnet sind. Strichmännchen sind wir ja geworden. Wieso musstest du denn auf diesen Schalter drücken, Mechthild? Jetzt beruhigt euch alle mal. Na klar, das ist jetzt nicht richtig, aber immerhin haben wir schon etwas Licht in das Dunkle gebracht. Ich bin ja schon froh, dass ich euch sehen kann. Vielleicht finden wir ja sogar noch einen anderen Schalter. Irgendwie müssen wir ja wieder Farbe bekommen. Hallo, wir wollen heute einen Anzugtopf aus einer leeren Klopapierrolle basteln. Dafür braucht ihr so eine Schale, die dreckig werden darf und die man danach sauber machen kann. Ihr braucht ein altes Buch, das vielleicht auch ein bisschen schwer ist. Ihr braucht einen Becher Wasser. Und ihr braucht eine Schere. Zwei Stifte. Und natürlich Klopapierrollen. Ihr nehmt euch die Klopapierrolle und jetzt benutzt ihr den einen Stift, um zwei Striche auf den Rand der Klopapierrolle zu machen. Diese Striche sollen einander gegenüberliegen, dafür ist ja der zweite Stift. Jetzt drehen wir die einmal und machen nochmal zwei Striche, insgesamt also vier Striche. Kann man die Klopapierrolle nehmen und den Strich noch ein bisschen besser sichtbar machen. Und jetzt schneiden wir die Klopapierrolle dort ein. Ungefähr 2 bis 3 cm tief. Wenn ihr noch nicht so gut mit der Schere umgehen könnt, dann müsst ihr Mama oder Papa fragen, euch zu helfen. Jetzt werden die eingeschnittenen Seiten umgeklappt. Alle nach innen. Das braucht manchmal ein bisschen Fummelei. Und so formt sich ein Boden von der Toilettenpapierrolle. Und dieser Boden wird jetzt nass gemacht. Tunkt ihn in das Wasser, zählt vielleicht bis 5
und dann stellt ihr die Toilettenpapierrolle in die Schale rein. Das macht ihr jetzt mit so viel Rollen, wie ihr wollt und wie ihr finden könnt. Wenn ihr fertig seid, legt ihr oben drauf das Buch. Das hilft, dass der Boden nicht auseinandergeht und dass alles stabil bleibt. Jetzt muss man ein paar Stunden warten. Vielleicht malt ihr ein paar Bilder oder geht spazieren. Und für den zweiten Schritt brauchen wir wieder ein paar andere Sachen. Jetzt wollen wir aber erst einmal gucken, ob es geklappt hat. Ja, der Boden ist durch das Wasser nass geworden und deswegen sind die ganzen Ecken immer noch gefaltet. Ich habe einmal die Toilettenpapierrollen umgedreht, deswegen muss ich sie jetzt wieder zurückdrehen. Und jetzt brauchen wir einen Topf mit Erde. Und wir füllen die Erde ganz langsam in die Toilettenpapierrollen rein. Jetzt sind sie aber eigentlich keine Klopapierrollen mehr, sondern eben Anzuchttöpfe. Das heißt, dort kann man Blumensamen reintun, die man wachsen lassen möchte. Ich habe mich für Bohnensaat entschieden. Das heißt, ich möchte ein paar Bohnen pflanzen im Garten. Und ich brauche jetzt auch noch einen Teller dazu. Um die Samen zu pflanzen, drücken wir mit unserem Finger ein Loch in die Erde rein und stecken dann in jedes Loch einen der Samen. Mit der restlichen Erde füllen wir die Anzuchttöpfe auf. Und jetzt holen wir uns noch einen Becher Wasser dazu. Bevor wir hier die Erde gießen, stellen wir alle unsere Anzuchttöpfe auf einen Teller. Denn wenn wir jetzt gleich die Erde gießen, dann wird unser Anzuchttopf, die Klopapierrolle, von außen ein bisschen nass. Und auf dem Teller macht das nichts. Am Ende gießen wir unsere Pflanzen zum ersten Mal und müssen das jetzt natürlich jeden Tag tun. Und das Gute an diesen Anzuchttöpfen ist, dass wenn die Pflanzen ein bisschen größer werden, wir einfach in der Klopapierrolle die Pflanzen in einen größeren Topf pflanzen können. Denn die Klopapierrolle ist kompostierbar und wird dann einfach mit der Erde verschwinden. So, schon seid ihr fertig. Mit euren Klopapier-Anzuchttöpfen. Ich kann nicht mehr. Wir suchen schon seit Stunden. Ja, und kein Schalter hat uns mehr Farbe gegeben. Ob wir jetzt wohl immer Rollstrichmännchen bleiben werden? Nein, Leute, lasst doch den Kopf nicht hängen. Wir finden bestimmt eine Lösung. Vielleicht brauchen wir gar keinen Lichtschalter. In der letzten Folge haben wir schließlich das Licht durch Schnipsen ausgemacht. Vielleicht kriegen wir ja auch so wieder unsere Farbe zurück. Du meinst jetzt echt, durch Schnipsen kriegen wir unsere Farbe zurück? Du hast letztes Mal das Licht mit Schnipsen ausgeschaltet. Wir können es doch versuchen. Nein, so kann das auch nicht weitergehen. Es klappt nicht. Ich wette, wir müssen alles gleichzeitig machen. Alles klar. Dann auf drei wird geschnipst. Ihr könnt zu Hause ja alle mitmachen. Eins, zwei, drei. Wir wollen beten. Gott, lass uns begreifen, dass die Worte, die von dir kommen, viel mehr wert sind als alle möglichen Worte sonst. Lass uns spüren, wie viel Freude deine Worte auslösen. Lass uns erleben, wie viel Mut sie machen. Lass uns merken, was du sagst, das ist wahr. Lass uns erfahren, die Worte, die von dir kommen, helfen zum Leben. Lass das Vertrauen in uns wachsen. Deine Worte tragen uns, wenn es uns gut geht und wenn es uns gar nicht gut geht. Amen. Eins, zwei, drei. Super! Es hat geklappt! Was hat denn geklappt? Wir sind doch ganz verschwommen. Aber immerhin haben wir unsere Farbe zurück. Na und? Willst du jetzt immer so leben? Verschwommen? Also ich weiß nicht. Wir wollten Licht anhaben. Das hat geklappt und wir waren nicht zufrieden. Dann wollten wir Farbe haben. Das hat geklappt. Und wir sind schon wieder nicht zufrieden. Vielleicht müssen wir uns einfach zufrieden geben. Wir gewöhnen uns bestimmt daran.
Nein, das möchte ich nicht. So erkennt man mich doch gar nicht richtig. Es fühlt sich schon wie im Alltag an, auch so oft, als ob man mich gar nicht richtig sieht. Das ist schon blöd genug. Du hast recht. Mir geht es auch oft so. Gerade jetzt, wo Corona ist, da bin ich manchmal ganz traurig. Aber keinem fällt's auf. Alle machen nur so weiter, als ob es ganz normal ist. Aber immerhin gibt es doch Freunde und Familie. Die gucken doch eigentlich ganz genau hin. Und die sehen das dann auch, wenn es einem schlecht geht. Das stimmt. Aber so... So können sie ja nicht meine Freunde und meine Familie sehen, wenn ich mich freue oder wenn es mir schlecht geht. Ja, so sieht jeder nur, wenn er auf mich guckt, einen rosa Blob. Wir müssen es also irgendwie hinkriegen, dass wir wieder so gesehen werden, wie wir wirklich sind. Dass man uns ganz genau erkennen kann. Genau. Gar nicht so einfach. Nachgedacht. Zum Glück sind meine Gedanken noch nicht so verschwommen, wie wir aussehen. Einer, der uns doch ganz genau sehen kann, das ist doch Gott. Ja. Und? Stimmt. Ah, hat recht. So wie in der Geschichte. Jesus guckt nicht so wie alle anderen auf Zachäus drauf, sondern er hat einen ganz besonderen guten Blick und sieht ganz genau hin. Ja. Aber was hilft uns das jetzt? Wenn Gott mich auch gut sieht, ich will doch trotzdem nicht für alle anderen so verschwommen aussehen. Aber vielleicht hilft uns das ja doch weiter. Jesus hat doch immer gesagt, wir sollen Dinge so machen wie er. Also sollen wir auch nach Menschen so gucken wie er. Und es gibt doch einen Ort, wo lauter Menschen sind, die Dinge so machen wollen, wie Jesus sie gemacht hat. Hä? Wo soll denn das sein? In der Kirche! Ja klar! Vielleicht kriegen wir da ja unser normales Aussehen zurück! Hey!
Ja! Hey! Es hat funktioniert! Endlich, endlich sehe ich auch wieder aus, wie ich aussehe. So ein Glück, das hätte ich nämlich nicht mehr länger ausgehalten. Es ist schon blöd, wenn man nicht so zu sehen ist, wie man wirklich ist. Ich bin auch echt erleichtert. Aber meinte das heißt jetzt, wir müssen einfach immer in der Kirche bleiben? Um so auszusehen, da habe ich nämlich überhaupt keine Lust drauf. Du, ich auch nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur hier funktioniert. Wir müssen nur nicht wieder das Licht ausmachen. Dann bleibt das sicher auch so. Ja, das denke ich auch. Gott will ja nicht, dass wir unser ganzes Leben einfach nur in der Kirche rumhängen. Wir müssen vielleicht einfach nur nicht vergessen, wenn wir uns mal wieder alles nur schwarz-weiß vorkommt oder halt wir verschwommen sind, dass wir einfach in die Kirche gehen können und dann sehen wir etwas klarer. Das klingt gut. Wir können ja immer wieder herkommen, wenn wir mal wieder das Gefühl haben, keiner sieht uns richtig. Hoffentlich klappt das. Das werden wir ja bei unserer nächsten Kirchenmaß auch sehen, im Mai, ob es dann geklappt hat und wir wieder noch so gut zu sehen sind. Bevor wir aber wieder den verkehrten Schalter jetzt umlegen und alles dunkel wird oder noch viel schlimmer, gehen wir lieber gleich ganz schnell nach Hause, ne? Euch noch einen schönen Tag, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.